Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Jetzt hier mit Melinda. Müssen wir denn immer eine Crossing-Strecke bekommen? Und die bekommen dann wenigstens hier. Das würde zumindest zum Charakter passen. Nicht wahr? Ja, und jetzt viel zu lange nicht mehr Mario Kart 8 Deluxe gespielt. Oder habe ich 30 Spielstunden? In Splatoon 2 habe ich mit 28. Also nicht 28. Hier habe ich 25 Spielstunden. Und hier habe ich 30 Spielstunden, also nochmal 5 mehr. Aber jetzt auch nur, weil das Spiel ja noch draußen ist. Also insgesamt spiele ich Splatoon 2 öfter. Ja, spiele ich auch öfter. Und was ich dann nächstes spielen werde, ist FIFA 18. Das kommt ja am Freitag. Ja, am Freitag. Am Freitag kommt es raus, danke dafür. Genau. Das kommt am Freitag raus. Da freue ich mich schon. Und auch das Spiel, das ich mich auch noch feiere, das auch im, das im Oktober rauskommt, ist Odyssey. Danke dafür. Ja, das werden wir auch Let's Play. Und die Let's Plays, die noch am Laufenden sind, ist Platin 2 Story. Wie gesagt, da habe ich jetzt auch keine Videos gehabt heute. Mal gucken, ob ich den nächste Woche aufnehme. Und dann nehme ich auch wieder Mario Rabbids Kingdom Battle auf. Und ja. Und ansonsten müssen wir gucken, was ich da so alles aufnehmen werde. Okay, habe ich Glück gehabt. Dreimal sogar. Ja, und ansonsten danke für den Buch. Der war natürlich sehr notwendig. Ja, und ansonsten gucken wir, was ich mal aufnehme. Wie gesagt, Splatoon 2 Heldenmodus hat sich bald ein Ende, das ist nur noch der Bosskampf. Und dann haben wir nur noch, zumindest aktuell nur noch, Mario & Rabbids Kingdom. Okay, so hier schnappen wir jetzt mal. Leute, machen wir das mal so und diese Let's Play und was ich sonst noch Let's Play will. Gucken wir mal, was 2018 noch kommt. Auf jeden Fall hätte ich Bock auf das Yoshi. Am Club überlege ich noch. Also wollte ich das Let's Play zum Yoshi? Ich hätte Lust drauf. Wenn er auch mitmacht, dann sagt er, guck das, wenn da wieder keiner guckt, dann lohnt sich ja nicht. Aktuell gehen die Aufrufe sowieso uns auf ihn zu. Also nicht nur bei mir, sondern bei anderen auch. Das merkt man ja an den Aufrufezahlen, sondern der Nintendo hat nicht mehr die uns Aufrufezahlen. Oder im Destiny Cast oder so viele Stacheln, wobei der jetzt in Japan ist mit ein paar vielen anderen YouTubern, Auichi und ja, die sind dann in Japan. Wir haben die Nintendo-YouTuber und die Clash Royale-YouTuber in Helsinki. Alle auf Reisen, nur ich nicht. Und ich bin noch beides. Und wurde nicht einmal eingeladen. Ich habe halt die Reichweite nicht. Das ist schlecht. Und ja, sehr schlecht. Aber egal. Das können wir ändern. Aber wie soll ich das ändern? Ich kann natürlich auch auf YouTube streamen. Ja, natürlich hat das Elgato-Programm.
ist die Version 1.3.0, glaube ich, war das. Ich habe euch die Start dieser Version. Mal gucken. Also bräuchte ich diese Version und dann PlayStation muss ich mich anmelden, da bin ich aber nur mit meinem Vater-Account online angemeldet, also mit meinem nicht. Und zwar, weil wir zuvor und vor dem Rennen über das Thema geredet haben, Streaming auf YouTube. Also brauche ich mindestens noch einen Computer, eine andere Version von der Gartel, die ich quasi nicht habe und auch irgendwie nicht finde. Deswegen können wir das mal ausschließen, solange ich die App nicht habe. Also die Version, die App habe ich schon, solange ich diese Version nicht habe. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir auf YouTube also auf YouTube streamen könnten. Jetzt aber die PlayStation haben wir hier. Ja, das Problem, dass ich da nicht anmelden kann. Ich kann da melden, aber dann bin ich nicht auf dem Kanal, auf dem ihr jetzt das Video seht, sondern auf dem von meinem Vater. So, auf dem von meinem Vater habe ich eine Online-Funktion. Auf meinem nicht. Ja. Cool, oder? Findet ihr auch, oder? Ist jetzt natürlich, wie soll ich sagen, blöd. Aber ist jetzt so. Kann ich jetzt ändern auch nicht. Ja, vielleicht habt ihr da ein paar Tipps. Egal, jetzt, vielleicht könnt ihr mir da irgendwie helfen. Ich weiß nicht, was ich denn. Ich würde gerne auf YouTube streamen und dann könnte es funktionieren. Vielleicht OBS, aber bin ich nicht ein Fan von. Ich bleibe da lieber bei einem Aufnahmeprogramm. Deswegen, ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht soll ich mal bei OBS schauen, wie das ist. Und so mal informieren. Wie das genau funktioniert, ob das genau dasselbe ist wie der Karte oder was da anders ist. Ja, das ist immer wichtig zu wissen, ob da überhaupt ein Unterschied ist. Also, natürlich, das kommen wir nicht. Das heißt doch OBS und das andere Elgato. Ja, heißt es. Aber, ja. Ja, deswegen, da muss ich mich noch spielen damit. Deswegen da müssen wir noch gucken, wie ich das mache. Weil ich kann zwar über die PlayStation auf YouTube streamen. Das wäre gar kein Problem. Ich mache das über Instagram oder Facebook. Aber das wäre die dümmste. Das ist die dümmste Variante von den beiden. Also von denen, die mir zur Verfügung stehen. Wir werden liebst nicht wieder auf YouTube streamen. Das wird auf dem Kanal. Weil ich erstens die Legato-Version nicht habe. Und zweitens kein PlayStation Plus auf meinem Account. So. Was soll ich jetzt nun tun? Ich habe natürlich die Möglichkeit, direkt zu sagen, ich bleibe jetzt auf Twitch. Ich hätte die Möglichkeit jetzt
PlayStation Plus auf meiner Konsole übertragen oder direkt zu sagen, ich stream nicht mehr oder ich könnte auch sagen, ich werde jetzt nur noch auf Twitch streamen, das habe ich schon gesagt, und nicht mehr auf YouTube, gar nicht auf YouTube. Und ich ändere natürlich das PlayStation Plus oder ich finde die Version, ich brauche. Wie gesagt, wenn ich das habe, dann kann ich auch auf YouTube streamen. Wenn mir das die Elgato freigibt. Natürlich dann ist ja auch der PlayStation. Natürlich haben wir dann das Problem, dass ich dann das PlayStation streamen kann. Ich würde gerne einfach eins streamen. Dann muss ich wieder die Elgato ansammeln. Kabelsalat suchen und Kabel finden. Wobei bei mir ist noch nicht so extrem. Naja, wobei mittlerweile es geht noch. Alter, also, da müssen wir halt gucken, wie ich das mache. Oder? Ja, sehen wir halt weiter, ob ich es irgendwann hinbekomme. Wir sitzen dann in der Abo-Box. Okay. Dieser Mario hat einen Punkt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Mario Kart 8 Deluxe. Habt einen schönen Tag und ciao und bis zum nächsten Mal.